Guten Morgen mit einer wunderschönen Eilmeldung. Hier zwar aus den Niederlanden, aber in Halle-Leipzig ist der erste Flieger mit dem Ziel Afghanistan abgeflogen. Und sie haben uns, was das Thema Abschiebungen angeht und die Taliban angeht, wieder nach Strich und Faden belogen. Die Politiker, sie haben uns ins Gesicht gelogen, wochenlang, monatelang. Damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Es ist hier wirklich brisant. Heute Morgen ist vom Flughafen Halle-Leipzig ein Flieger abgehoben. Ihr könnt ihn live verfolgen. Er befindet sich aktuell in rumänischem Luftraum. QR7431. Ein Charterflug der Qatar Airways. Da fängt der erste Skandal an. Sie nehmen die Airline, in dessen Land auch die Hamas-Büros sitzen, die Hisbollah-Büros sitzen, der Terrorunterstützer. Das machen sie hier ganz normal. Und weil das Ganze noch nicht schlimm genug ist, geht das jetzt hier noch weiter. Sie fliegen direkt von Halle aus nach Kabul. Das heißt, sie fliegen direkt nach Afghanistan. Und sie haben gesagt, es gingen dem Ganzen wochenlange Verhandlungen voraus mit dem islamistischen Regime in Kabul. Das heißt, sie haben uns nach Strich und Faden belogen. Sie würden niemals mit solchen Leuten verhandeln. Doch sie verhandelten die ganze Zeit hinter verschlossenen Türen und haben uns einfach nach Strich und Faden belogen. Sie wollten abschieben über die Nachbarländer, aber das machen sie jetzt gar nicht. Sie fliegen direkt dorthin. 28 Personen in einem Boeing Dreamliner 787. Dort gehen über 200 Leute problemlos rein. Natürlich ist ein Arzt an Bord und natürlich begrüße ich diese Abschiebung, aber Leute, ihr müsst die Flieger voll machen, das ist Punkt 1. Und ihr habt jedem der 28 natürlich 1.000 Euro Bargeld auf die Hand gegeben. Wie könnte es anders da sein? Völliger Wahnsinn, Leute. Hört auf, unser Steuergeld hier noch weiter teuer zu verschenken. Selbst dieser Abschiebeflug kostet mehrere 100.000 Euro dafür, dass man die Sitzplatzkapazitäten der Maschine gar nicht ausgeschöpft hat. Aber ich finde es hier phänomenal, dass sie das per Direktflug machen, dass sie das jetzt zwei Tage vor der Wahl machen, wie sie uns einfach kategorisch anlügen, wie sie uns immer ins Gesicht lügen. Das ist ein Faustschlag ins Gesicht von jedem Opfer eines solchen Straftäters. Sie haben nämlich nur Straftäter abgeschoben. Das heißt, alle abgelehnten Ausreisepflichtigen, die lassen sie erstmal hier. Und jetzt sind hier angeblich Verbrecher, Schwerkriminelle abgeschoben worden. Wochen und Monate, nachdem das hätte schon längst passieren können, macht jetzt diese Regierung möglich, was viele vor ihr so nicht gemacht haben. Horst Seehofer hat die Direktflüge nach Kabul eingestellt. Es gab sie zwar schon früher, doch jetzt mit den Taliban, das ist ein Novum. Und dafür haben sie auf der einen Seite ein ganz kleines bisschen Respekt verdient, dass sie doch noch einen Flieger vor der Wahl dorthin schicken. Aber ich wette, das wird der einzige bleiben für den Rest des Jahres. Sie haben selbst ihre Klausur in Meseberg abgesagt am 3. September, die jährlich stattfindende Klausur der Regierung. Man hat keinen Bock. Sie sagten zwar terminliche Gründe und da haben sie festgestellt, okay, wenn wir am 1. September oder wenn wir Anfang September die Wahlen so heftig verlieren, ist es vielleicht nicht gut, uns dann mit Häppchen und Bier auf dem Schloss Meseberg zu zeigen, dem Gästehaus der Bundesregierung. Ich bin gespannt, ob auf diesem Flug hier alles planmäßig verläuft oder ob die Katar-Maschine irgendwo vorher zwischenlanden muss, ob es irgendwelche Zwischenfälle gibt und ob das jetzt wirklich einmalig gewesen ist. Ich finde es phänomenal, dass anscheinend keine Presse vor Ort war. Es gibt bis jetzt keine Bilder von dieser Maschine. Da haben sie wirklich mal dicht gehalten, wie sie sonst nicht dicht halten können. Ich sage aber, das ist Wählerfang, das ist Wählertäuschung. Das hätte schon viel früher passieren müssen. Und was ist eigentlich mit Süleyman Atai aus Mannheim, unser Attentäter, der immer noch beim Generalbundesanwalt sitzt, der sich mit dem Hintern die Arschbacken auf den Gerichtsaktenblatt sitzt, bei einem Mord mit Videobeweis, frage ich mich, es ist jetzt schon über 2 Monate her, wie lange wollen Sie noch warten, bis Sie hier die Anklage schreiben oder erheben? Der Fall ist eindeutig, aber heute haben wir einen Tag, den müssen wir uns mal im Kalender markieren. Freitag, der 30. August 2024. Eine von Grünen und Roten mitdominierte Bundesregierung schickt auch noch eine Katar-Chartermaschine direkt nach Kabul mit Abschiebepersonen. Das ist wirklich phänomenal. Das wird es so
selten wiedergeben, denn die Wahlen, sie sind dann am Sonntag rum, dann bleibt nur noch Brandenburg. Ich bin gespannt, wie viele Leute auf dieses Schauspiel hereinfallen. Ich bin gespannt, was sie uns sonst noch erzählen wollen oder ob morgen früh der erste Flieger nach Damaskus geht. Halte ich wirklich für ausgeschlossen. Ich bin aber gespannt auf deine Meinung. Wie siehst du das Ganze hier? Warst du auch überrascht, dass sie das heute machten? Ich habe damit ja schon etwas früher gerechnet, dass die mediale Wirkung noch ein bisschen länger beim Wähler verweilen kann. Aber sie machen es jetzt hier Freitag und Sonntag ist die Wahl. Offensichtlicher geht es kaum. Sie haben mit den Taliban verhandelt und uns immer wieder angelogen. Damit bin ich gespannt auf deine Meinung. Abonniere den Kanal. Schau mal bei Auswandern mit Kopf vorbei. Das neue Videos für die Top 10 Länder ist dort jetzt auch verfügbar. Und ansonsten sage ich ciao. Bis bald.